Didi Global sind am Freitag letzte Woche um 22% eingebrochen und alle anderen China-Aktien in den USA gleich mit. Jetzt greift wieder die Angst um sich vor massenhaften Delistings von China-Aktien in den USA. Wie ist da der aktuelle Stand? Um welche Aktien müssen wir uns jetzt wirklich Sorgen machen und auf was müssen wir achten als Anleger jetzt? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Am Freitag hat es bei chinesischen Aktien, die in den USA gelistet sind, nochmal einen harten Kursrutsch gegeben. Das Ganze ist ausgelöst worden von Didi Global, dem großen chinesischen Fahrdienstvermittler. Der hat angekündigt, dass er sich von der New Yorker Börse verabschiedet und daraufhin sind sie um 22% eingebrochen. Und mir brennt das unter Nägeln natürlich vor allem darum, weil ich ja am Donnerstag, also einen Tag nur vorher, noch ein Video gemacht habe zu Didi Global und da habe ich ja mehr oder weniger gesagt, die Aktie ist doch eigentlich in einer ganz interessanten Konstellation. Womit sich wieder mal bestätigt, leider, was ich hier neulich ja schon mal gesagt habe. Nehmen Sie das, was Ihnen hier irgendwer auf YouTube erzählt, als Anleger nicht allzu ernst. Erstens, jeder hier kann sich mal irren. Und zweitens, kurz nachdem so ein Video gemacht wird, da kann die Lage eben schon wieder völlig anders sein. Und das war jetzt eben auch ein Paradebeispiel dafür. Das soll heißen, wenn Sie hier Börsenvideos schauen, Sie erfahren hier bestimmt viel Interessantes und Sie hören sicher auch die eine oder andere interessante Argumentation. Und darum geht es ja hier auch, also um Argumente, um Argumentationen und jetzt nicht um endgültige Wahrheiten. Sowas gibt es an der Börse nicht. Aber Sie haben eben keine Garantie für irgendwas, bei niemandem. Wenn Sie das Video gesehen haben zu Didi, dann wissen Sie, dass ich diese Kursreaktion so natürlich nicht erwartet hätte. Also es war schon klar damals letzte Woche, das Delisting stand irgendwie im Raum, weil wenn ich hier jetzt aus München schon so Videos machen kann, dann kann das nicht alles das Geheimste von allen Geheimnissen gewesen sein, sollte man meinen. Und ich bin ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, dass der Markt das schon länger aufgenommen hat, irgendwie verarbeitet hat auch. Es hätte zwei Optionen gegeben bei Didi. Entweder die Privatisierung, habe ich dargestellt, zu einem Preis möglicherweise deutlich über dem Kurs vorher. Das wäre die interessante Option gewesen für die Anleger. Das hat sich jetzt nur leider natürlich zerschlagen. Und die weniger interessante Option, die jetzt aber eintritt, das Delisting und der Wechsel nach Hongkong. Ist weniger schön, ist aus meiner Sicht jetzt aber auch kein Weltuntergang, dachte ich zumindest, aber der Markt hat das völlig anders gesehen. Die Marktteilnehmer waren überrascht bis entsetzt und die Aktie ist eingebrochen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man ein US-Kleinanleger ist und ich kann dann die Aktien eben nicht mehr an meiner Heimatbörse handeln, dann hätte ich sie vielleicht auch verkauft. Mag schon sein. Für einen institutionellen Anleger ist es aber eigentlich weniger Problem und wir haben ja auch in vielen Indizes, also zum Beispiel im MSCI China Index, da sind ja auch China-Aktien sowohl aus New York als auch aus Hongkong drin. Und es erklärt ja auch nicht, dass daraufhin alle China-Aktien in New York eingebrochen sind. Der Nasdaq Golden Dragon China Index, der ist nur an diesem einen Tag um 9,1% abgestürzt. Was uns zeigt, wir haben jetzt eben wieder auch eine große Delisting-Panik. Jetzt greift wieder die Angst um sich, dass die China-Aktien alle aus den USA verschwinden werden. Und wir haben dementsprechend eben auch wieder die wildesten Geschichten und Gerüchte um diese Delistings und darum auch dieses Video jetzt. Didi Global ist ein Sonderfall. Es ist da ja von Anfang an nicht gut gelaufen. Also die chinesische Regierung war auch von Anfang an dagegen, dass die in New York an die Börse gehen. Und dass die sich jetzt von dort wieder zurückziehen, das kommt natürlich sehr wahrscheinlich hauptsächlich eben auch durch den Druck der chinesischen Regierung. Nur vergessen wir mal eins nicht. Grundsätzlich sind es schon immer noch die USA, die die chinesischen Unternehmen da auch nicht mehr haben wollen.
Die USA sagen ja, dass die chinesischen Unternehmen die Regularien nicht erfüllen und dafür müssen sie früher oder später weg deswegen. Und am gleichen Tag, eben an diesem Freitag, da hat die US-Börsenaufsicht das ja auch nochmal bestätigt. Das war eine Formalie, das war nichts Neues. Aber es besagt eben, wenn die Wirtschaftsprüfer von den chinesischen Unternehmen, wenn die ihren Prüfprozess nicht der amerikanischen Aufsicht gegenüber offenlegen, also dem PCAOB, dann können die chinesischen Unternehmen eben nicht mehr börsennotiert sein. Ich habe das ausführlicher erklärt in früheren Videos. Wichtig ist nur, es geht jetzt eben nicht darum, dass die alle falsch geprüft werden würden oder sowas oder dass die keine ordentlichen Zahlen oder Berichte vorlegen würden, was man ja auch immer wieder hört, sondern es geht da um die Oberaufsicht und da ist China dagegen. Und wenn da die Regierungen auf Regierungsebene auch, wenn die da in den nächsten Jahren nichts aushandeln entsprechend, dann ist dieser Konflikt unlösbar und dann werden die chinesischen Unternehmen delistet. Punkt. Und ich stehe ja anscheinend allein da mit meiner Meinung, aber ich frage mich schon trotzdem ein bisschen. Also wenn es nach dem heutigen Kenntnisstand einfach so ist, dass die chinesischen Unternehmen keinerlei Zukunft haben an der Wall Street, ist es dann wirklich so dramatisch, wenn sich die Global von sich aus jetzt eben zurückzieht und gleichzeitig aber den Anlegern die Möglichkeit verschafft, dass sie die Aktie dafür in Hongkong später handeln können? Und das ja auch vor dem Hintergrund, dass sie dadurch wahrscheinlich auch noch ihre regulatorischen Probleme loskriegen. Wäre ja eigentlich nicht unbedingt eine Katastrophe, es sei denn, dass es eben einfach so ist, dass das Ganze die Anleger jetzt doch unsanft an etwas erinnert, was man eigentlich seit anderthalb Jahren zwar schon weiß, aber was man eben eigentlich nicht wissen will. Und dass man sich jetzt aber auch irgendwas zusammenspinnt, so in die Richtung, dass China jetzt aggressiv gegen die US-Listings vorgeht und dass es die chinesischen Unternehmen jetzt von der US-Börse runterzwingt, hat die chinesische Börsenaufsicht auch gleich dementiert am Wochenende. Sie hat gesagt, jeder kann sich nach wie vor listen lassen, wo er will und es gäbe ja auch einige Unternehmen, die ja zurzeit auch über ein Listing in den USA noch verhandeln würden. Und man würde auch immer noch hoffen, dass es da einen konstruktiven Dialog noch gibt mit der amerikanischen Regierung. Man traut jetzt auf der anderen Seite den Chinesen natürlich einiges zu, nachdem sie auch den Crackdown gegeben hat gegen die chinesischen Technologieunternehmen. Und ich kann mir auch vorstellen natürlich, dass jetzt schon weniger chinesische Unternehmen neu an die US-Börse gehen werden. Aber man muss eben auch bedenken, dass Didi oder auch so ein Unternehmen wie Full Truck Alliance, das ist in China so eine Frachtvermittlungsplattform, also so eine Art Uber für Lastwagen, das sind Sonderfälle, wo Peking ja von vornherein dagegen war. Und wie gesagt, es sind schon die USA, die durchgehend sagen jetzt, dass sie die China-Aktien eben nicht mehr haben wollen. Was tun wir jetzt als Anleger bei dieser ganzen Verwirrung? Noch haben wir ja Zeit, das dauert noch 2-3 Jahre, bis diese Listings dann auch wirksam werden. Und es kann ja auch immer noch sein, dass man sich da auf Regierungsebene trotzdem jetzt noch auf irgendwas einigt. Aber grundsätzlich, Stand heute ist es so, man muss davon ausgehen, diese Listings werden kommen. Und die Frage ist jetzt eigentlich nur, wer ist davon wie betroffen und wie reagieren die Unternehmen oder wie haben die Unternehmen reagiert? Das müssen sie jetzt eben wissen als Anleger und da kommt es auch wirklich auf den Einzelfall an. Es gibt viele chinesische Konzerne, die haben in vorbildlicher Weise darauf reagiert, schon vor einiger Zeit. Und die beste Lösung ist eben im Moment das berühmte Zweitlisting in Hongkong. Denn wenn das Delisting in New York kommt, dann sind die eben in Hongkong trotzdem immer noch handelbar. Alibaba hat das gemacht, JD.com, Baidu, Trip.com, Baozun, NetEase und so weiter schon vor Monaten. Und das ist eben anlegerfreundlich, das gibt dem Anleger die Möglichkeit, wenn er auf Nummer sicher gehen will, dass er schon jetzt wechselt in die Hongkong-Aktie. Und wenn man ein deutscher Anleger ist, dann muss man dafür jetzt auch nicht in Hongkong handeln können, sondern bei allen Aktien, die ich gerade genannt habe, da kann man beispielsweise in Frankfurt eben sowohl die US-ADRs handeln, als eben auch schon die Hongkong-Aktie.
Trotzdem, kleiner Schwank am Rande, trotzdem sind am Freitag in USA Alibaba nochmal um 8% eingebrochen, Baidu um 7,8%, JD.com um 7,7% und Trip.com um 12,2%. Die sind längst alle in Hongkong notiert. Und Tencent sind auf Tradegate um 5% gefallen. Und dabei sind die noch nicht mal in New York gelistet, sondern die waren schon immer nur in Hongkong. Was Alibaba betrifft jetzt im Speziellen, die sind natürlich dieses Jahr nicht nur wegen dem Delisting so stark gefallen oder wegen der Delisting-Gefahr. Und ich werde nächste Woche oder spätestens übernächste Woche auch nochmal ein Video machen, speziell zu Alibaba, wo es darum geht, ob die Aktie jetzt ein Schnäppchen ist oder ob man doch lieber die Finger davon lässt. Vielleicht sind Sie dann ja wieder dabei und wenn Sie es garantiert nicht verpassen wollen, dieses Video, dann am besten einfach den Kanal abonnieren, dabei auch auf die Glocke gehen, dann werden Sie immer auch benachrichtigt, wenn neue Videos von mir da sind. Und was jetzt zum Beispiel Tencent betrifft und diese übrigen Hongkong-Aktien, das ist einfach eine ganz andere Klasse von China-Aktien. Ich sehe permanent hier immer noch Videos, wo es dann heißt, Tencent, Xiaomi, BYD, oh mein Gott, was passiert, wenn die jetzt in New York delistet werden? Da passiert gar nichts. Die waren noch nie in New York und der weit überwiegende Teil von den China-Aktien, die wir hier kennen und handeln können, die sind in Hongkong gelistet und nicht in New York. Aber es gibt eben auch andere China-Unternehmen, die in den USA sind und die aber noch nichts gemacht haben in Richtung Hongkong-Listing. Und viele von denen werden auch kein Listing kriegen in Hongkong, weil da die Kriterien strenger sind als die in New York. Also so viel auch mal zu diesen ganzen Behauptungen, dass die chinesischen Firmen den strengen US-Standards nicht genügen würden. Darum geht es da überhaupt nicht in der ganzen Debatte. Es geht nur um Politik. Und es gibt aber eben auch Unternehmen jetzt, die da ganz andere Manöver veranstalten. Also Beispiel Jinko Solar. Einfach mal den Großteil vom Kerngeschäft ausgegliedert und in Shanghai an die Börse gebracht. Ein wichtiger Schritt, wie wir hier erfahren. Und ich habe es schon mal gesagt. Sowas, das kann für die Aktionäre wirklich übel ausgehen, weil Shanghai ist nicht Hongkong. Und wenn es dumm läuft, dann werden die wirklich in New York delistet und das Kerngeschäft, das ist dann fröhlich in Shanghai und unser eins, der sitzt dann aber auf der restlichen Hülle und die dümpelt dann irgendwo rum im OTC-Handel. Ich hoffe nicht, dass das die Absicht ist von Jinko Solar und dass das Methode hat. Jetzt aber mir gefällt es natürlich nicht besonders, was da passiert ist. Dessen ungeachtet natürlich ein ganz toller Solarkonzern, den man auch nicht hoch genug hochjubeln kann. Und neben diesen Dingen wird es außerdem auch chinesische Unternehmen geben, die privatisiert werden wahrscheinlich, die von der Börse weggekauft werden im Zuge dessen. Das wird vor allem dann passieren, wenn es um Aktien geht, die sowieso billig sind, die sowieso wenig beachtet sind. Das ist ja auch schon oft passiert bei solchen China-Aktien. Sowas kann dann gut ausgehen für die Aktionäre, vielleicht aber auch weniger gut. Und leider wird es aber am Ende wahrscheinlich auch die Unternehmen geben, die gar nichts machen oder weil sie resigniert haben oder weil ihnen die Aktionäre eben auch schon relativ egal sind. Die lassen es dann drauf ankommen und sagen dann, tja, was will man machen? So oder so, China-Aktien in den USA sind natürlich in der Regel nicht mehr teuer, aber das Delisting-Thema, das steht jetzt einfach im Raum. Und darum müssen Sie wissen als Anleger, wie reagieren die Unternehmen darauf und was haben sie gemacht oder was haben sie angesichts dieser Gefahr vor. Und wie gesagt, die beste und die sinnvollste Lösung im Moment meiner Meinung nach ist einfach dieses Zweitlisting in Hongkong. Damit ist das Problem eigentlich schon relativ gut gelöst, auch wenn es viele im Moment vielleicht anders sehen noch. Ich habe vorhin auch die Börse Shanghai erwähnt. Es gibt ja mehrere Börsen in China
Und dass manche chinesische Unternehmen vielleicht doch lieber nach Shanghai gehen würden jetzt als nach Hongkong, das ist schon auch ein bisschen nachvollziehbar, weil sie da natürlich im Moment ganz andere Bewertungen kriegen würden als in Hongkong. Hongkong ist relativ international. Hongkong ist auch geprägt von China-Skepsis im Moment. Da ist das China-Sentiment schlecht. In Shanghai, da machen aber die Inlandsanleger eher die Kurse und die sehen das alles ganz offensichtlich ein bisschen anders. Also hier zum Beispiel der Shanghai Composite Index die letzten 2 Jahre. Das ist natürlich eine völlig andere Entwicklung, als wir bei den China-Aktien in Hongkong gehabt haben oder bei denen in den USA gehabt haben. Und man kann auch an diesen Börsen, in diese Börsen investieren als deutscher Anleger, zumindest in einigen Fällen über die Indizes, über die ETFs. Und wie das funktioniert und was es da gibt an Möglichkeiten, dazu kriegen Sie von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report. Investitionsmöglichkeiten an den innerchinesischen Börsen. Und die Reports von uns, die sind gratis und Sie müssen sich dafür nur, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Vielleicht will ja der eine oder andere doch ausnahmsweise auch mal da in China-Aktien investieren, wo das Sentiment für diese Aktien noch relativ gut sind. Okay. Und jetzt noch der Last-Minute-Weihnachtsgeschenketipp. Man kann es eben einfach ab und zu nicht fassen. Aktien fallen um 22% an einem Tag und irgendwelche YouTuber verzapfen irgendeinen Mist. Und man ist ja auch sonst jeden Tag konfrontiert mit so viel Ärger und mit so viel Blödheit. Darum gibt es jetzt Edward Munchs Der Schrei. Auf Socken. Edvard Munch, einer der herausragenden Expressionisten, die wir gehabt haben. Und es gibt verschiedene Anbieter für diese Socken. Die hier sind von Curator Socks. Geben Sie damit Ihren Freunden oder auch sich selbst einfach mal die Möglichkeit, dass Sie unmissverständlich ausdrücken gegenüber Ihrer Umgebung, was Sie von ihr halten. Weihnachten, das Fest der großen Gefühle. Geben Sie auch Ihren Gefühlen diesmal einen Ausdruck. Alles Gute Ihnen. Denken Sie noch an die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports von uns nächste Woche zu den chinesischen Inlandsbörsen www.zukunfts-märkte.de. Bis bald und Dankeschön fürs Zuschauen.